So, herzlich willkommen, liebe Leute. Ich weiß, es gab eine ganze Weile nichts mehr bei mir zu World of Tanks. Und deswegen gibt es wieder ein bisschen Stoff für euch. Und zwar geht es mal um diese Schönheit hier. Die M12 Stufe 7 Artillerie der Amerikaner. Habe ich ein schönes Replay für euch, was ich jetzt mal starten werde. Play. So. Wir sind jetzt schon mal am Ladebildschirm. Ihr seht schon, es ist ein ziemlich Stufe 8 dominiertes Gefecht. Allerdings muss ich behaupten, werde ich mich nicht so wahnsinnig schlecht anstellen. Also, das sind ein paar, sind ja drei Stufe 6er, dann zwei Stufe 7er und dann kommen eigentlich nur noch Stufe 8er. Also, sage ich mal, 10 auf jeder Seite sind Stufe 8. Und ich muss sagen, die M12 hat mir am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil sie von der Kanone her nicht wirklich stärker wird als der Vorgänger, die M44. Allerdings, wenn ich mich daran gewöhnt habe, dass ich sozusagen hinter den Gegner ziele und ihn wie so ein Hindernis anziele, also sozusagen so ziele, dass ich der Punkt zwar dahinter ist, aber ich trotzdem den Gegner treffe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so klarkommt. Und dann möglichst dorthin ziele, wo dein Turm ist, damit sozusagen die maximale Fläche hat, die ich erwischen kann, trifft sie doch relativ zuverlässig. Also man hat doch mal ein Gefecht, wo man richtig gut trifft und dann mal ein Gefecht, wo man nicht so gut trifft. Und hier die Artillerie links von mir, die hat schon einen Ring, Franzosenartillerie, die Stufe 8er. Ich habe mir gedacht, wenn die darüber fährt, da brauche ich nicht auch noch darüber fahren, da packe ich mich lieber hier hin. Und sehe dann aber, dass die M44 sich hier hinstellen will. Und ich bin nicht so ein wahnsinniger Fan davon, dass sich zwei Artis direkt nebeneinander stellen. Da, wenn dann einer von den Gegner-Artis countert, macht er dann am Ende noch zwei mit einmal weg. Also wenn die sozusagen auf uns schießt und so ein Spuren folgt, bin ich nicht so oppig darauf. Deswegen habe ich mich hier hingestellt, bisschen weiter weg von der Franzosen-Arti. Ist dann zwar mitten auf dem Feld, aber was soll man machen? So, und habe dann halt erstmal dort dieses Gebäude eingezielt, weil dort so ein bisschen immer dieses Prügelfeld ist sozusagen. Ihr seht es schon. Wie gesagt, die Replays sind nicht ganz akkurat. Ich habe dann, weil so jemand drüben angepinkt hat, habe ich mich da hingepackt. Wir haben hier einen Indian-Panzer vor uns, der netterweise dort schön stehen bleibt, der bloß immer wieder über den Hügel drüber guckt, glaube ich, und sonst nicht viel macht. Habe ich sogar geschossen? Ja, habe ich sogar geschossen. Hab allerdings zumindest nicht direkt getroffen. So, gucke ich mal mir kurz da, ziehe mal da ein. Also bis jetzt schiebt er mit einem Rechtklick dorthin. Jetzt habe ich mich rumgedreht, weil da so viel drüben steht. Noch ein VK36 und so weiter. Aber ist der T32 schon gestorben? Steht schon 1-0. Also mein Team hat dort auch entsprechende Verteidigung hingepackt bis jetzt. Und der IS-3 sieht super lecker aus. Dort an der Stelle ist er gefundenes Fressen für mich. So, das meine ich mit einzählen. Ich ziehe sozusagen dahinter ein. Und dann treffe ich halt auch schön. Selbst wenn es kein Direkttreffer war, war es immer noch 400 Schaden Splash. Das ist nicht zu verachten. Aber es wird noch deutlich interessanter, was man so treffen kann mit der M12. Sie hat nicht wirklich einen wahnsinnig flachen Winkel, aber auch jetzt nicht den höchsten. Deswegen, sie kommt schon, seht auch ein bisschen im Kreis, kommt schon so ein bisschen von unten, von oben. Allerdings jetzt nicht so wahnsinnig stark. So, das ist noch ein schöner IS, sieht auch lecker aus, das geht genau auf der Seite. So, da habe ich ihn auch getroffen, auch wieder gekettet. Und der IS-3 steht immer noch an der Stelle. Solange die dort stehen, habe ich schön die Möglichkeiten, da drauf zu haken. Und meine Franzosen, eigentlich wir alle drei als Arti, haben da schöne Möglichkeiten, drauf zu holzen. So, der IS hat noch 390. Das ist ein einzelner Schuss vom IS-3, der jetzt rumfährt. Da ist noch ein Indian-Panzer, der rumfährt. Und ich habe jetzt gleich nachgeladen. Bomben. Das sind schön zusammen, hab einmal drauf geschossen. Aber trotzdem irgendwie, ja, sozusagen einen Absacker geschossen. Die ist zu flach gekommen. Flacher als ich eigentlich wollte. Blöderweise haben sie hinter den ganzen Heavies noch ein paar Panzerjäger hingepackt, was nicht so wahnsinnig super ist. Aber ich stoppe mich unter IS-3 jetzt. Auch wenn wir dafür mal Rheinmetall kriegen, gibt schönere Varianten. Die Su-100 halt. Hier in dem Bereich da. Die ist dummerweise rumgefahren und hat sozusagen das weggemacht.
Das war ein versuchter Schuss auf den T28 Prototyp. Hätte vielleicht sein lassen sollen, lieber den ES3 vorknüpfen. Ja, unsere Heavys haben schon recht. Sie müssten mal dort bei C2 sie langsam fortbewegen. Sonst wird halt nichts. Wenn die mitgerusht, hätten wir das wahrscheinlich dort ganz einfach cappen, also zerstören können, so den Position. So, der steht aber jetzt hinter dem IS sozusagen angewinkelt. Das ist auch für mich schwierig zu treffen. Ich versuch's jetzt nochmal. Ja, man hat erwischt. Damit ist der schon mal aus dem Weg. Und die haben zumindest keine Sicht mehr für die Panzerjäger. Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, weil da halt. Ja, da steht halt quasi nichts von uns. Da muss ich mal, wenn dort irgendwas rüberkommt, sowas wie ein AMX-5100, der ist immer super lecker. Hat quasi keine Panzerung, 1400 Leben. Da kann ich aber richtig schön Alpha-Schaden von 1200 drauf machen auf das Ding, wenn ich das gut treffe. Also da komme ich mit meinem HE-Geschossen durch. Allerdings sind irgendwie nicht genug Scouts dort unterwegs, so richtig. Ich bin halt etwas unentschlossen, wo ich nur hinschießen will. Weil da drüben halt nichts mehr aufgedeckt ist. Der T28 Prototyp ist aber oben offen. Das heißt, wenn ich den oben drauf treffe, ist er auch so gut wie tot. Oder mache ich zumindest extrem viel Schaden. Also gerade HE-Munition machen bei Fahrzeugen, die oben offen sind, wirklich viel, viel mehr Schaden als bei anderen Fahrzeugen. Was ihr jetzt gerade seht. Wo er halt einfach mal irgendwie 600, 700 Schaden frisst, obwohl er extrem gepanzert ist. Aber ich habe ihn leicht von oben getroffen. Und dadurch macht es sozusagen auch Schaden an der offenen Fläche. Und damit stirbt er ganz schnell. So, jetzt haben wir noch einen Indian-Panzer in der Mitte, noch einen Medium-Panzer auf der rechten Seite und irgendwo noch einen AMX-5100. Der AMX-5100 ist gerade wieder aufgedeckt und jetzt ziele ich gerade hier schon ein und habe gleich nachgeladen. Der war hier hinterm Haus. Ich gehe mal davon aus, dass er stehen geblieben ist, weil der sich nicht so wahnsinnig gerne mit allem anlegt. Der ist wahrscheinlich bloß zum Scouten dort. Deswegen warte ich aber trotzdem noch. Ja, da ist er noch. Genau da. Das wollte ich von ihm haben. Bumm. 500 Schaden. Der andere Indie-Panzer ist irgendwie gestorben von ihnen. Das bedeutet, macht die Hellcat jetzt unseren AL weg. Oder versucht es zumindest. Der Welle kommt ein IS-3 rum und der Indien-Panzer macht den. Ah ne, Tiger 2 war sogar, war kein AHL, Entschuldigung. Ich habe das bloß so aus dem Augenwinkel gesehen. Tut mir leid, dass es so ruckelt, aber das liegt halt an den Replays, ne? Das tut halt nicht die Bewegung an sich so richtig weich aufzeichnen. So. Da rechts kriegt man jetzt Probleme. Das ist der AMX-5100. Jetzt nicht mehr offen ist. Und damit auch nicht mehr für mich wirklich erreichbar ist. Der ist aber in der Theorie noch erreichbar. Wenn ich da vorne in die Ecke treffe von ihm. Dann treffe ich den sehr wohl noch. Ist aber nicht ganz so einfach. Ich glaube, das war sogar gerade ein Treffer, aber jetzt ist da rechts. Wahrscheinlich habe ich vermutlich weggefahren. Da fährt zumindest jede Menge Zeug rum. Ja, da ist der AMX-5100 und da ist der Indien-Panzer, der jetzt mit voll meinem Schussfeld reinfährt. Und gekettet ist, das ist noch besser. Und damit ist auch ganz einfach zu treffen. So, der AMX-5100 traut sich nicht so richtig ins Cap rein. Aber er hat halt auch keine Panzerung, ne? Also der macht zwar viel Schaden, aber Panzerung bei dem nicht richtig da. So, die haben nur zwei Artis, ein T29, der irgendwo rumsteht. Keine Ahnung, wo der ist. Und das war's jetzt. In dem Moment. T29 ist, glaube ich, AFK. Was ein bisschen schade ist, weil der hätte echt viel reißen können auf der Map hier. Hätte er sich irgendwie da bei F1 oder so in die Burg gestellt hier. Und da hätte hier hochgeschossen oder von hier da hoch. Das hätte viel gerissen. Oder auch hier sind so Hügel hinter den Gebäuden, wenn er sich dahinter gepackt hätte. Ich hab ihr gesagt, es ist mir scheißegal, was ihr macht. Cappt doch einfach, ist vollkommen Wurst. Aber sie wollen halt nicht cappen. Da hat der GW Tiger noch in den IS-3 zerlegt, der wahrscheinlich immer stehen geblieben ist, wo zuletzt aufgedeckt war. Und da ist der T29. AFK, wie gesagt. Ich hab's schon vermutet, weil ihr habt ja gesehen, ich hab schon hingezielt.
Jetzt habe ich sogar schon eingezielt und kann ihm eine reindrücken. Das war knapp. Und nicht treffen. Wo ich dahinter gezielt habe. Also, das meine ich mit manchmal trifft man nicht. Das ist echt nicht so easy. Den Report habe ich, glaube ich, sogar schon gemacht. Da war ich jetzt gerade kurz sozusagen beschäftigt nach dem Tippen. Da habe ich ihn schon reportet, weil das einfach nicht sein muss. AFK braucht man bei T beim bei Dingens nicht sein. Das fährt auch noch rückwärts. Das ist wahrscheinlich sogar noch ein Bot, der wegfährt, wenn er getroffen wird. Weil wirklich da sein kann er nicht, so wie er fährt. So, da brennt. Packe ich ihn noch ab. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. 700 Schaden. So, jetzt haben wir noch zwei Artis, die gar nicht so schlecht gespielt haben. Eine steht da, ja, die stehen beide da unten auf der Seite. Einer hat gerade schon einen Treffer reingekriegt, von was auch immer. Irgendwie. Aber ich lade nicht schnell genug nach, um die zu töten. Ja, das war dieses Gefecht. Macht insgesamt 3300 Schaden. Leider ein Teil davon auf dem AFK-Ladder, ein ziemlich großer Teil sogar. Aber ich hoffe, es war trotzdem schön anzuschauen und war mal wieder eines der schöneren Gefechte. Es tut mir leid, ich versuche immer, euch richtig gute Gefechte zu geben zum Anschauen. Und nicht bloß gute sozusagen, sondern richtig gute. Und es ist nicht ganz so einfach, das hinzukriegen. Ich hoffe, das hier war eins davon. Danke fürs Zuschauen und bis bald.